Liebe Leute, Shalom. Einer der Gemeindemitglieder war jemand, der sehr viel Sorge hatte. Auf seinem Gesicht könnte man immer merken, dass er sehr ängstlich ist. Niemand konnte ihn beruhigen. Und alle Bemühungen haben leider keinen Erfolg gehabt. Einem Tag kommt er in die Synagoge rein und die Leute merken, dass er ist lächerlich, dass er ist lockerer, dass alles in Ordnung bei ihm. Und die Leute fragen ihm: Chaim, was ist mit dir los? Und Chaim sagte, er hat eine Lösung für alle seine Sorgen gefunden. Und was war die Lösung? Der hat jemanden genommen und gibt ihm einen Lohn von 200.000 Euro im Jahr. Er soll sich kümmern für alle seine Sorgen im Leben. Die Leute fragen ihn: Chaim, wo nimmst du dann 200.000 Euro im Jahr? Und er sagte: Ach, das ist eine meiner Sorgen. Der soll auch da für dem Sorge kümmern. Liebe Leute, wir kommen aus Purim. Vorige Woche haben wir alle Purim gefeiert und wir haben uns erinnert an die Geschichte von Esther, von Haman, wie Haman hatte einen sehr schrecklichen, bösen Plan gehabt und Gott sei Dank hat es ihm nicht gelungen. An diesem Schabbat werden wir, so Gott will, wieder zwei Torahrollen in der Synagoge benutzen. Eine für den normalen Wochenabschnitt und das zweite werden wir lesen, die ersten Gebot. Die erste Mitzwa, was die Juden als Volk noch in Ägypten bekommen haben. Einen jüdischen Kalender einzurichten. Zwei Wochen vor Pesach kommt Moshe und sagte die Juden: Hachodesh Hazelachem, diese Monat sollen für euch die ersten Monat, die ersten jüdischen Kalender einzurichten. Wir sind alle sicher, dass die Juden noch in Ägypten, trotz alles, was sie erlebt haben, haben Moshe gefragt: Moshe, jetzt in Ägypten, jüdischen Monat, jüdisches Jahr, jüdisches Kalender, es ist unrealistisch. Wir machen uns Sorge, was wird morgen? Aber das reichte nicht. Einige Tage später kommt Moshe und sagt: Am 10. dieser Monat sollt ihr nehmen ein Schaf, eine Ziege nach Hause und vorbereitet für Pessachopfer. Und die Schäfe, die Ziege waren in Ägypten Götter, heilig. Und wir können uns vorstellen, Juden, die 210 Jahre Sklaverei in Ägypten erlebt, wie viel Sorge und wie viel Angst hatten die. Und sicherlich waren viele, die sagten zu Moshe: Und wie? Und was wäre mit uns passieren? Und die Ägypter werden uns das und das tun. Und Moshe beruhigte alle und sagte: Gott hatte gesagt, Gott hat seinen Plan. Wir brauchen keine Sorge. Das ganze Welt hat jetzt Sorge. Wir haben in den letzten Tagen, Stunden, Wochen schreckliche Nachrichten aus allen möglichen Ecken der Welt gehört. Und leider jetzt kommt noch immer Nachrichten, ähnliche Nachrichten. Und viele Leute machen sich Sorge und viele Leute sagen: Was wird mit uns passiert? Wie gehen wir mit der Sache um? Die Tora sagte uns, dass wir sollten auf uns aufpassen. Wir sollten auf unseren Körper, auf unser Leben aufpassen. Jüdische Menschen haben die Pflicht, haben die Mitzwa, genauso wie die Mitzwa zum Beispiel am Yom Kippur zu fasten, genauso wie die Mitzwa zum Beispiel Shabbat anzuhalten und noch gar mehr und wichtiger ist die Mitzwa, sollten wir auf unseren Körper aufpassen. Und deshalb tun wir alles, was die Gesetzgeber schreibt,
was die Gesundheitsämter vorschreiben. Wir folgen alle Empfehlungen und allen Vorschriften, damit uns mit Gottes Hilfe nichts passiert. Aber ja, wir sollten nicht vergessen mit Gottes Hilfe. Gott hat seinen Plan, Gott führt die Welt. Und genauso wie einigen Jahren vor Haman hatte Gott alles gemacht und geplant, damit Esther zum König Achashverosh kommt und seinen Frau wird. Genauso wie mehreren hunderte Jahren, mehr als 400 Jahren vor der Befreiung aus Ägypten, hatte Gott bereits Abraham gesagt, Abraham, deine Nachkommenden werden in fremden Land Sklaven sein, aber es wird alles gut. Liebe Leute, auch jetzt, auch hier, es wird alles gut. Mit Gottes Hilfe werden wir bald sofort sehen, wie Gottes Plan hat einen guten Erfolg, einen guten Ende, dass wir gar keine Sorge brauchen, weil Gott führt die Welt. Und Be'ezrat Hashem, mit Gottes Hilfe, werden wir bald mit unseren Erlöser, mit Moschiach, nach Jerusalem gehen und Pesach in 3 Wochen, in 2,5 Wochen, werden wir alle in Jerusalem zusammen feiern.